wieder sehr gut organisiert. Hat einen anderen Charme als Warnemünde. In Warnemünde ist halt der Strand sehr schön und auch das mit dem Zelt und so weiter. Hier hat man eben alles gebündelt und hat eben einen sehr traditionsreichen Ort. Ich freue mich sehr. Es ist wunderschön, tolles Ambiente. Mehr geht eigentlich nicht als das, was wir hier erleben durften, dass wir hier auch mit dabei sind. Tolle Sache. Beeindruckende Kulisse, sehr gutes Klientel an Leuten hier. Was will man mehr? Wir haben so viel Spaß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Super Veranstalter, geile Location, super Musik, top, top, top Event. Wir haben Menge, Menge Spaß. Gigantisch. So eine Kulisse hat man nicht alle Tage. Also ich weiß ja, wie viele schöne Poloturniere du machst, aber mit dem Ambiente hier ist das nochmal, oder wenn nicht sogar noch zwei drauf. Macht's bloß weiter hier. Hier in Heiligenheim ist großartig, aber es ist auch ein Turnier, das du organisiert hast, liebe Matthias, sensationell wie immer. Allein mit der ganzen Kulisse und der Infrastruktur und der ganzen Logistik, das ist dermaßen schwierig. Das unter diesen Umständen ist schon ein Hammer. Wieder mal ein neues Highlight, was hier gesetzt wurde. Da passt Polo mit diesem tollen Ambiente von der Architektur und mit dem Blick aufs Meer. Das passt wunderbar zusammen. Warnemünde ist schon schön, aber das ist hier was ganz anderes und ganz toll. Herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung, tolles Team, ganz groß. Es muss eine Tradition werden, tolle Idee und wir werden weitermachen. Jedes Jahr wird es besser. Eine Weltpremiere, ist unglaublich, was niemand vorher gedacht hätte. Wir haben ganz tolle Spiele, Irrensport, die Zuschauer nehmen das an, die meisten kennen es ja nicht und die Stimmung ist unglaublich. Also diese Kombination vom Ort, der Sport und die Stimmung hier habe ich so noch nicht erlebt. Ich finde es großartig. Also Matthias Ludwig ist es wirklich gelungen, an zwei verschiedenen Standorten zwei wunderbare Veranstaltungen zu etablieren. Und praktisch das Polo Cup hier in Heiligenheim unterscheidet sich wirklich von dem, was wir bis jetzt in Warnemünde erlebt haben. Und ich kann nur ganz fest die Daumen drücken, dass es im nächsten Jahr für Warnemünde und für Heiligenheim weitergeht. Heiligenheim ist schon eine ganz besondere Location für mich. Und ich muss sagen, ich bin glücklich, dass ich so ein wunderbares Team habe, dass ich so tolle Spieler habe und vor allen Dingen meine Sponsoren, meine Partner, die es möglich machen hier.